Hey, ja, ist das Doppel? Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir wieder mal eine kurze Folge gehabt. Das zum einen, zum anderen haben wir ja im Grunde eine Pistole gefunden und dann war wieder im Hauptraum, wo da hinterher die Schlüssel eingeführt werden sollen. Und haben dann im Grunde uns ja da nochmal durchgekämpft und dann haben wir jetzt die Bäder erreicht. So sieht's aus, mehrmal nicht geschafft, aber ist ja immer ein bisschen was. Es ist ja ein bisschen die das Spiel der kleinen Schritte, ja, überwiegend. Aber naja, so ist das. Ramas Logbuch sagt uns was Neues, und zwar die vier Schlüssel finden. Bäder. Ich habe einen extravaganten Badebereich gefunden. Es muss eine Möglichkeit geben, von hier zum Turm draußen zu gelangen. So sieht's aus. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen können. Und ich würde sagen, ja, Leute, weiter geht's. Wir sind jetzt hier. Ein neues Gebiet zum Erkunden für uns. Super. Und ohne Zeitdruck vor allem. Ey, das gefällt mir am meisten, muss ich zugeben. Das war das Schlimmste, was ich hatte. Zeitdruck. Vor allem mit 30 Sekunden war echt übel. Weil immer das Problem an dem Checkpoint war ja sogar der Zeitdruck wieder so gespeichert. Wenn du da noch schlechter durchkommst, das wäre nur eine Sekunde oder so, um da durchzukommen. Das ist natürlich ganz ungünstig. Hier gibt es bestimmt was zu finden. Tauchen lohnt sich immer. Da habe ich fast gesehen. Aber war nix, ne? War nix, war nicht mal was. Nee. Dann nur so aus. War nur ein Fleck auf dem Boden. Details zu Teils auf dem Boden. Auf den Bodentexturen. Na komm schon. Bad. Ja, könnten wir vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, hier gibt es bestimmt auch irgendwie was zu finden. Da hoch und da mal hochklettert. Das ist ja bestimmt nicht ohne Grund da, ne? Ohne Grund ist hier nix. Ohne Grund ist nix in dem Spiel. Ach, ich mach wieder so jetzt schlecht. Komm her, kletter einfach hoch. Sag mal. Nein, du. Geht doch. Was soll das denn sagen? Ich weiß es nicht. Ach, ich hab den doch angegriffen. Komm her. Aber dich auch, ja. Ich bin auch im Keks. So, der ist weg. Ich wollte dich auch erwischen. Komm her. Was das? Er kippt doch am Ende, kippt er doch um. Komm her. Ich laufe auch hier so ein bisschen rum, damit du dich mal ein bisschen bewegst. Ach, du willst nicht, ja? Er will nicht zu mir kommen. Na jetzt? Na also. Geht doch! So! Das ist wieder lang genug auf die Nerven gegangen. So, was ist mit dieser Statue her? Was mache ich mit dieser Statue, frage ich mich. Ah, da, ah, warte mal, da war doch was. Also kann man was mitmachen. Ah. Um Ogel zu zerbrechen. Aha. Okay, wie komme ich da am besten zu einer Seite auch noch? Nein.
Immerhin fallen wir ins Wasser, deswegen noch nicht so schlimm. Die Tür geht ja irgendwie gar nicht auf. Also war ich schon so auf der richtigen Spur. Hab das nie überprüft. Weil manche spielt man einfach weiter, die Schüssel quetschen, dann ist man plötzlich im nächsten Level und so. Deswegen, lieber mal nicht. Ach, naja. Gut, komm mal hier entsprechend hoch. Ah. Dann halt nicht. So, wie komme ich jetzt am besten da zu dem anderen hoch? Ist das die Frage, die sich mir stellt. Wie kann ich da hochklettern, um dort hinzukommen? Warum hält er sie nicht fest? Warum hält er sich da nicht fest, ey, Mann? Es ist manchmal so schwierig, manchmal so lächerlicher, dass man einfach nicht festhalten kann. Weil das Spiel hat designt, dass man automatisch sich festhält. Und das ist das Problem bei sowas. Ja, ich dachte, Greiftaste dann zu haben, wo man einfach sagen kann, ich greife mir jetzt so. Nein, das geht dann leider nicht. Also weiß ich nicht genau, wie man da jetzt hochkommen soll. Außer, dass ich da jetzt festgehalten hat, obwohl es woanders nicht musste, ja. Gut, aber wie komme ich jetzt da hoch? An diesen Ohrring da. Ruhe bewahren. Meine Güte. Ich mach's mir das Leben ziemlich schwierig, glaub mir. Komm, kletter doch da hoch, meine Güte. Tja, ich weiß nicht, wie ich diesen Sprung jetzt schaffen soll. Da drauf. Wie komme ich da jetzt hoch zu dem? Aha. Ja toll, warum bringt mir das jetzt hier zu hängen? Es hilft mir nicht. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich hier zu tun habe. Es bringt mir da nichts, da zu sein. Man kommt nicht einfach auf der Seite da hoch, wie von auf der anderen. Das ist ja blöd. Für mich. Natürlich, für euch ist es lustig, weil ich so blöd schalte, aber ich finde es nicht lustig. Weil es kostet einfach Zeit. Gut, die Folgen sind eh aber so lang, also von daher nicht so schlimm, aber... Kann ich da irgendwie von hier aus hochklettern, auf der Seite? Ja, genau, halt die da mal fest. Ne, das geht auch nicht, wie ihr seht. Es ist ein bisschen komisch, ne? Ich kann mich da irgendwie nirgendwo festhalten an diesem Ohrring da, an der Schulter und so. Jetzt bin ich jetzt hier gelandet. Was machst du? Aber besser gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ist die Frage. Komm da nicht hoch. Zu diesen Ohrringen. Ich muss den auch mal. Ich muss den auch mal nochmal. Wo kann ich den irgendwie von der Entfernung irgendwie drauf schießen? Natürlich die andere Möglichkeit, darauf zu schießen. Aber ich glaube, das geht hier in dem Spiel nicht. Man muss, glaube ich, da hochklettern. Jetzt bin ich da hochgekommen. Köpfe sind gerollt, haben wir jetzt gemacht. Wozu auch immer das gut sein soll, ich weiß es nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, endlich. Ja, daher hoffe ich, dass ihr Spaß daran hattet, als ich Köpfe gerollt habe. Und ja, ich sage danke fürs Zusehen. Denkt an die Kommentare, an die Bewertungen und an die Glocke.
damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sag bis zum nächsten Mal.